Jürgen Roland packt wieder ein heißes Eisen an. Brutale Machtkämpfe in Hamburgs weltberühmtem Vergnügungsviertel. Feuer! Die Täter verschwinden wie ein Spuk und haben stets ein lupenreines Alibi. Sie sind ein Glückspilz, Kommissar. Für diese Zeit habe ich eins. Dachte ich mir's doch. Sie sind mit Freunden zusammen gewesen, nicht? Die Engel von St. Pauli, Deutschlands Kriminalfilmexperte Nummer 1, zeigt Ihnen die Reeperbahn, wie sie wirklich ist. Wenn sie weint und wenn sie lacht. Ohne falsche Romantik. Was kostet es denn bei dir? Genauso viel wie bei mir. Sprich doch mit der da. Das einheimische Gunstgewerbe erhält Konkurrenz aus dem Ausland. Kann mir doch kein Mensch erzählen, dass unsere deren schlechter arbeiten als eure Wiener Mädchen. Liegt was an? Leo, wenn ich das wüsste, wäre ich fein raus. Da sagt immer Miezekatze zu mir. Oh, schwul, hä? Nepper, Schlepper und Ganoven. In der Weltstadt Hamburg kommt jeder auf seine Kosten. So allein? Du blonder Held. Wo sind denn die anderen Sportsfreunde von der Donau? Ein knallharter Film um schwere Jungs und leichte Mädchen. Hamburger Härte gegen Wiener Schmäh. Ein festliches Ereignis für alle Filmfreunde. Die Engel von St. Pauli. Zählst das mal aus, jetzt bist du Gebrauch. 10 Hühner und 9 Jungs picken für dich in meinem Revier. Nie was gehört von Gewerbefreiheit, hm? Komm her, verdien dein Geld. Und wenn du die nächsten 12 Stunden überleben willst, dann nimmst du die 47-Maschinen nach Frankfurt. Die hat einen Schuss nach Wien. Stahlnetzregisseur Jürgen Roland gestaltete wieder einen mitreißenden Film. Mit lebensechter Besetzung. Nochmal Behringer. Herr Nichols, ich's vergesse. Wenn dieser Blinke, die verdammte Ratte, in nächster Zeit einen Unfall hat, dann sind Sie dran. Ich hab da im Moment ganz andere Sorgen. Ein dramatischer Film. Voll echter Überraschungen. Machen Sie sich das Vergnügen. Die Engel von St. Pauli erwarten Sie.